Also, meine Freunde, hier nun mal eine weitere Erklärung, ein weiteres Tutorial, wie ich diese neuen Power-Tuning-Motoren über Kabel an einen alten Eisenbahntrafo anschließen kann. Das werde ich euch jetzt mal erklären. Dazu nehme ich eine Sicherheitsnadel. Diese Anschlüsse habe ich schon zurecht. Und zweimal Klingeldraht. Dann beginne ich hier oben. Das Wichtigste ist ja eigentlich hier bei den Kontakten. Der da und der da. Jeweils also die beiden innenliegenden sind die Kontakte zu den Motoren. Die anderen sind rückführend. Das heißt, da ist keine hinleitende Stromleitung drauf. Dann nehme ich die Sicherheitsnadel, klemme hier dieses kleine Metallblättchen nach hinten, dass hier ein kleiner Abstand entsteht zwischen dem Plastik und dem Metallblättchen, drücke da ein Kabel hinein und das Ganze hält dann. Ich mache damit nichts kaputt, es hält hier dann auf dem innenliegenden Kontakt. Das ist dann ein bisschen Zuzzle. Müsst ihr darauf achten, dass er auch schön gerade liegt und nicht einen Kurzschluss gibt. Dann den anderen, hier den weiteren innenliegenden, klemme ich auch wieder auf. Dieser Sicherheitsnadel. Und stecke dann dieses Stückchen abisolierten Klingeldraht hinein. So, und das ist es dann schon. Also nochmal zum Angucken hier. Hier der Anschluss, nicht der und nicht der, jeweils die beiden innenliegenden, kommen die Kabel rein und dann werde ich mal kurz den Strom für den Eisenbahntrafo einschalten. Lege ich mal hier drauf, schließe den an, die Kabel. Und der Motor dreht sich dann und der Motor wird gedreht. Das ist für manche Sachen, für manche Karussell, wie zum Beispiel beim Drachenflug, günstiger über diese Klingelkabel zu gehen, denn da kann ich dann besser Schleifringe drin arbeiten. Als Abschrauber kann man das nochmal in Großaufnahme zeigen. So weit es möglich ist. Also, es ist mit dieser Kamera schwer darzustellen, aber ihr seht die Grundarbeitsweise. Dass ich jeweils die innenliegenden Metallklemmen von diesen modernen Anschlüssen nehme und dann daran das Kabel hier reinstecke in diese kleine Metallklemme. Und soweit dieses Tutorial erst einmal.